Tja, meine Damen und Herren, Overwatch läuft wieder, ah yeah! Einige von euch haben endlich wieder diese Nachricht erhalten. Des Weiteren können wir ja auch offiziell erkennen, dass ab dem 15. die Bannzahlen wieder deutlich angestiegen sind, also vor allem eben die Game-Banns, also sprich Overwatch-Banns. Und wisst ihr was, zur Feier des Tages haben wir einen mit Knife und mit Handschuhen. Let's go! Hier ist das gute Stück, ein Stiletto Knife Rust Code und diese Handschuhe, ich weiß gerade nicht auswendig, was das für welche sind. Aber wir sehen hier sicherlich so um die, ich sag mal, 70 bis 150 Euro nur in diesem Bild. Aha, okay. Also ist sogar gar nicht so wenig, dann 200 Euro plus. Die Handschuhe haben bestimmt 100 bis 150 oder 200 Euro. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber das ist schon ein bisschen was an Geld, das da rumliegt. Na, let's go. Wir sind in Runde 2 und er zeigt uns sehr, sehr lange sein Knife. Ist wohl ordentlich stolz drauf. Es ist ja auch, komm, also... Oh. Suspect, was ist da denn los? Das wirkt echt extrem chillig. Oh, ne, Desert Eagle Crimson Web ist auch nicht schlecht. Kostet auch so ein bisschen was, ne? Der hat einiges scheinbar rumliegen an Ash of the Tash. Es sind jetzt noch zwei Tees hier unten close bei ihm, der andere ist oben am T-Spawn. Wir gucken mal, was er treibt. Er zieht sich erstmal zurück, taktisch natürlich rückziehen. Und die Bombe geht ganz langsam auf A und keiner rafft. Das ist ja echt mal eine schöne Entwicklung, weil es wirkt fast so, als wenn hier überhaupt niemand cheaten würde. Beziehungsweise zumindest in dieser einen kleinen winzigen Runde. Oh, was war das für ein Wackler? Weiß ich nicht. In dieser einen Runde hat es zumindest jetzt so gewirkt, als sei hier alles im Reinen. Möglicherweise ist der letzte T halt der cheatende Dragsack. Nee. Das ist ganz normale P90-Action. Auch jetzt der Schuss und sowas, der war angefragt. Der holt sich den Assist. Also das ist vollkommen im Rahmen. Ich würde ja auch direkt wieder sagen, dass die Skins einfach viel zu wertvoll sind, um damit einfach zu cheaten. Ich weiß, das sehen manche anders. Die sagen, scheiß drauf, das ist erstmal der Spaß beim Cheaten, wenn da was auf dem Spiel steht. Ey. Ach, guck mal, sogar eine Wildfire. Alleine die ist doch 60, 70 Euro wert, je nachdem, was für eine Rare sie hat oder noch mehr. Da liegt auf jeden Fall einiges an Monetelchen rum. Hier auch wieder das Gehör auf jeden Fall da gewesen, aber der Skill halt nicht. So, was ist da jetzt auf Mitte los? Hat er überhaupt schon irgendwie einen Kill gemacht? Zwei, okay, wow. Gar nicht mal so gut, Monsieur. Oh, okay, gut. Natürlich ist das hier eine Position, an der man grundsätzlich reinschallert, aber dieser Frag, so wie auch sein vorheriger Frag, sah leicht leggelig aus, sah leicht ruckelig, als wenn da irgendwas so basiert wäre. Aber es könnte an der Demo liegen, es muss nicht zwingend an ihm liegen. Auch gerade eben das Ducken war auch verbuggt, dieses... Hat kurz rumgezuckelt. Was ich noch sagen wollte oder eben auch am Anfang schon kurz gezeigt habe, Overwatch scheint wieder reinzuregeln. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie jetzt endlich wieder die Nachricht bekommen, Overwatch XP und so weiter und so fort, die ich jetzt ja auch wieder habe seit, also ich habe die Woche lang nicht gehabt, jetzt ist sie endlich wieder da. Ein paar von euch haben es auch auf Steam geteilt, also abfotografiert und halt hochgeladen, als Screenshot. Sehr, sehr sweet. Ich glaube, dass da halt mal wieder ein bisschen was am Stiesel ist, beziehungsweise man auch jetzt nochmal sagen kann, es wird noch ein letztes Mal ordentlich aufgeräumt, bevor man dann in Richtung, großes Update und so weiter geht. Wobei solche Aufräumaktionen auch ohne Update immer wieder stattfinden. Es muss gar nicht zwingend damit irgendwie zu tun haben. Also wenn man sich den Graph anschaut, auch von der Vergangenheit, da sind halt immer mal wieder irgendwelche Peaks, wo halt da mal mehr rausgehauen wurde als sonst. Also wir können alleine hier nochmal zurückgehen und gucken, was wir grundsätzlich eben so an Baseline Gamebans haben. Also das sind eben die Overwatch-Geschichten. Und da haben wir 200 bis 300 plus minus, manchmal auch 150 oder so. Also es ist dann doch ziemlich durchmischt. Aber hier sieht man halt eindeutig, wie es richtig hochschießt. Aber dass man jetzt halt sagt, oh Leute, da kommt was. Nein, weil hier kam nichts. Aber es kann ja sein. Tun wir uns hier den Rest auch noch an. Mr. Rustcode, ich würde bis dahin sagen, dass alles im Lot ist. Zwei Shots, also die letzten zwei Kills haben so komisch gezuckelt, als er sie dann schlussendlich gemacht hat. Aber das muss halt wirklich nichts heißen. Es ist ein Movement-Versucher. Das erste Mal, dass ich das in einem Overwatch sehe, wo es nicht direkt klappt. Also es wirkt echt so, als wenn es jemand wäre, der tatsächlich hier gerade ein bisschen rumspielt und rumtrainiert und übt. So, was ist jetzt? Kommen die jetzt B? Ne, die ziehen wieder ab. Obwohl... Ah, da kommt er. Wir schauen jetzt hier ganz im Speziellen auf seine Predictions und das Fadenkreuz, ob er da irgendwie... Er geht mit dem mit, aber das wirkt wie ein reiner Zufall. Hier war der Schritt. Er ist halt perfekt mit ihm mitgegangen, aber auch da würde ich eindeutig sagen, da ist nichts im Busch. Da hätte er den auf Short auch easy gerafft. Also das war jetzt halt Zufall, dass er sich so perfekt mit ihm aligned hat beim Laufen. Ja, da kommt Molly, Alter, Vorsicht. Oh oh. Auf Mitte ist jetzt hier überhaupt nichts. Er piekt trotzdem eine gute Weile rein. Jetzt sollte auf A bekannt sein, dass da was kommt. Rotierst du rüber? Ja. Es ist hier ein richtiges Legend-Game.
Zumindest so aus der Perspektive, aus seiner Perspektive. Es kann natürlich sein, dass die Gegner reinschieten oder einer seiner Mates dann doch irgendwie am Reinkeckeln ist. Aber wenn ich mir das Scoreboard auch so anschaue, sticht da überhaupt niemand raus. Das sieht 1:1 aus wie ein perfektes, vollkommen normales Spiel. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt der Report zustande? Entweder ist er hardcore am Reingriefen, also irgendwie Voice- oder Text-Chat-Abusing, oder... keine Ahnung. Er macht ja noch nicht mal Kills, dass die Gegner sagen können, oh, der cheatet. Ne? Ich meine, vielleicht der eine auf B von wegen, der musste jetzt nicht B kommen. Aber der hat das ja auch nicht gerafft, dass er da unten lang gelaufen ist. Also das ist ja normal, dass bei einem 2-on-2 eine A, einer B steht. Beziehungsweise es ist eine Option, die man auf jeden Fall angehen kann. Ja, aber hier passiert nichts mehr. Einer ist jetzt halt auf B runter, der hat ihn da oben noch steppen. Eben wieder ein kurzer Lag bei dem Shot. Hinter ihm, komm, so schnell kann es gehen. Aim, nein. Vision, no. Other, no, no. Und Grief kann ich halt nicht überprüfen. Es ist ein bisschen dumm, weil du hier speziell eben auch Anti-Oppala, Anti-Social genannt bekommst. Aber du kannst es nicht abfragen. Du kannst es nicht überprüfen, ob derjenige im Teamspeak die ganze Zeit Musik hat laufen lassen, ob er rumgeschrien hat oder sonst was. Das ist natürlich schade, weil da könnte man sicherlich den einen oder anderen auch nochmal weghauen. Und denk dran, wenn man einen zweiten Grief-Bun oder einen zweiten Grief-Timeout kurz nach dem ersten erhält, kann es oder wird es zu einem Game-Bun, also einem festen Bann, der deinen Account pimmelt. Und das ist, finde ich, bei einem Spiel wie Counter-Strike auf jeden Fall ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Denn, und das vergessen einfach so viele, es ist halt einfach ein Spiel, bei dem es um Teamplay geht. Und wenn jemand das Teamplay nicht unterstützt, sondern sogar noch dagegen angeht, dann geht er gegen das gesamte Spiel. Und das ist halt ein bisschen arg dumm. Klar ist man mal so ein bisschen im Flame von wegen, nö. Grün. Aber man kann es auch echt übertreiben. Und dann sollte man auf jeden Fall gebannt werden. Neuer Fall? Komm, da Sneak Peekel immer noch kurz rein. Oh, mein, oh Gottes Willen. Viel zu schnell geladen, scheiße. Na, och, Lake Wingman, ist es vielleicht jemand, der sich so ein bisschen dreht? Okay, die Hops sind am Stiesel. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter auf